Moin Moin, hier ist Angelus, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey in Achaea. So, es geht weiter mit dem DLC. Ich möchte jetzt mit Orantas sprechen und die Leute hier, die Schiffbrüchigen in dieser Siedlung sind auch nicht mehr sicher, denn der Orkan weiß, dass sie hier alle Zuflucht gefunden haben und wird bestimmt noch Leute schicken. Wir müssen sich also auf jeden Fall alle beschützen. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode und auch alle gestern wieder fleißig unterstützt habt. Mit Daumen nach oben, Dankeschön für alle. An alle Unterstützer hier des Projektes, die täglich hier immer noch dabei sind. Und jetzt gehen wir hier mal und reden mit Orantas. Der hat hier nämlich das Sagen auf den Feldern. Sie sind weggeflogen. Sie sind weggeflogen. Der füttert die Tauben? Bäh, ekelhaft. Ah, ein Söldling. Sag mir, kann es etwas Schöneres geben? Die Ruhe. Der Frieden. Die Freuden eines einfachen Lebens. Ich glaube, der hat zu viel an seinen Blumen geschnüffelt, oder? Alter, der redet so langsam. Ich sehne mich nach einem einfachen Leben. Nee. Nee. Das Söldnerleben ist genau das Richtige für mich. Ich bin gern beschäftigt. Wenn das so ist, willkommen in Bura. Was führt dich nach Achaea? Ich habe viele Meere überquert, Söldling. Die Blockade bedeutet eine Zwangspause meiner Handelsreise, aber Kletter gab mir ein Dach über dem Kopf. Wenn man so viel durchgemacht hat wie ich, wenn man die grauenhaftesten und tosendsten Stürme überstanden hat, lernt man die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Wie Bura. Hier könnte ich Wurzeln schlagen. Doch diese ruhigen Zeiten wären nicht ewig. Dann genieß halt den Frieden, solange er noch andauert. Jeder Frieden ist teuer erkauft. Man muss ihn würdigen. Genauso sehe ich das auch. Kletter schickt mich. Du hast deine Schiffe verloren? In der Tat. Wir leben in unruhigen Zeiten, Söldling. Achaea wird von Tag zu Tag gefährlicher. Und wir müssen fliehen, solange wir noch können. Ich habe den Plan ausgiebig mit Kletter besprochen und... Sucht weiter! Oh, da sind sie schon. Die Wachen wurden verstärkt. Ich habe ihre Aufmerksamkeit in der Festung auf mich gezogen. Sie suchen Gestrandete. Sie dürfen unseren Frieden nicht stören, Söldling. Erledige sie leise, wenn du kannst. Ich führe Kletter und den Rest in höhere Gefilde. Okay. Wenn ich kann, erledige ich sie leise, wie immer. Ich muss nur einen Attentat machen, sind alle tot. Ich muss sie aufhalten, bevor sie das Dorf erreichen. Es sind 5. Könnte reichen. Oh, es sind 6. Da hinten ist noch einer. Okay, aufhalten, bevor sie das... Seid vorsichtig. Okay, los geht's. 2. 3. 4. 5. Kacke. Weg mit dem Schild. Wieder andere Moves jetzt, wo ich mal wieder mit einem Schwert spiele. Hatte ich einfach mal Bock. Wer hat seine Kollegen gesehen? Bleib mal stehen. Okay, alle lautlos ausgeschaltet. War ja wohl ein Söldner in der Nähe. Beschütze Bura vor den Soldaten. Habe ich. Und nun? War ich zu schnell? Ach, da sind noch andere. Da oben! Jetzt kommt ja noch von der Seite. Verstärkung! Mehr Wachen. Zu Pferde. Zu Pferd. Ihr steht im Weg. Weg. Ich stehe im Weg. Ich mache hier Hackfleisch aus seinen Leuten. Ich trage erstmal nur einen tot. Okay. Die stehen mit dem Rücken zu mir, das ist natürlich super. Ich fange mal hinten an. Und dann arbeite ich mich nach vorne durch. Ah, die Fähigkeit ist so gut. Okay. Kehre zu Orantas zurück. Wie gut dieses Feld hier einfach aussieht. So viele Pflanzen. Aber nicht zu doll daran riechen, weil sonst redest du wie Orantas. Das ist halt das Problem.
Söldner? Wo ist er? Da. Ein Söldling. Den lasse ich natürlich ja auch nicht rumstampfen in dem Dorf. Nicht, dass er hier noch Leute belästigt. Guck mal, was der für einen Helm hat, ey, weißt du? Denkt der, wär's ein Stier oder was? Ich bin nur wegen der Belohnung hier. Ich bin auch nur wegen der Belohnung hier. Es ist die hämisch Lachende. Die hämisch Lachende. Oh. So. Wer zuletzt hämisch lacht am besten. Oder so. Das war ja fast richtig. Er steht mit Kletter da zusammen. Was habt ihr schon wieder ausgeheckt? Komm mal, angerollt. Zack, habt ihr gesehen? Die Rolle. Geil, ne? Cassandra hat's drauf. Flugrolle ins Gespräch hinein. Söldling, du warst siegreich. Danke, Cassandra. Ich wusste, dass sie kommen würden, aber nicht so bald. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Sag mir, was zu tun ist. Wir brauchen Schiffe, um die Ägäis zu überqueren. Die Schiffe, mit denen wir kamen, wurden uns bei unserer Ankunft in Bura vom Vorarbeiter des Hafens abgenommen. Vielleicht lässt sich mit dem Vorarbeiter verhandeln. Ich kann verhandeln. Jetzt habe ich Zeit, um euch zu helfen. Dann sollten wir dich in Sachen Vorarbeiter auf den neuesten Stand bringen. Ich höre. Ein komischer Kauz. Gerüchten zufolge sucht er häufig eine Taverne in Pelene auf und trinkt, als wollte er unentwegt die Onyssos ehren. Angeblich ist er auf Söldner nicht gut zu sprechen. Ich kann Menschen für mich gewinnen. Ich bin sicher, du hast da deine Methoden. Ja, ich habe Methoden. Ich kann verhandeln. Ich habe ein Schwert und einen Dolch. Meine Tochter, sie hat das Wasser immer geliebt. Als Mädchen wollte sie immer ans Ruder, wenn wir aufs Meer hinausfuhren. Als sie älter wurde. Ich frage mich immer noch, ob sie je zurückkommen wird. Ihre Tochter. Erzähl mir mehr von deiner Tochter. Als Kind war sie ungewöhnlich stark. Die Leute meinten, sie wäre über alle Maßen ehrgeizig und zielstrebig. Und sie war nicht nur überaus stark. Ihr Temperament glich dem des Poseidon in einem Sturm. Oh, ja. Sie verraten jetzt aber echt ein bisschen viel. Wo ist sie jetzt? Weißt du, wohin deine Tochter gegangen sein könnte? Sie ging ohne ein Wort. Jeden Tag sehne ich mich nach ihrer Rückkehr. Manchmal denke ich, ich habe sie für immer verloren. Okay, du schweigst mir etwa, verschweigst mir etwas. Ja, ich weiß auch ganz genau, was sie mir verschweigt. Also ich habe da jetzt nach diesem Gespräch so meine Vermutung mit dem Boot, das sie in der Hand hatte, dann, dass ihre Tochter so stark ist und so weiter, dann die Nachricht, die wir gefunden haben, dass der Orkan genau weiß, dass im Bura jemand ist, der den Leuten dort Zuflucht gibt. Ihre Tochter ist das. Es gibt doch einen Grund, warum du mir von deiner Tochter erzählst. Ach, meine Fehler. Jetzt ist sie Schiffsführerin der Skyll. Deine Tochter ist der Orkan? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Ich habe sie zu sehr bedrängt, zu weit getrieben. Und jetzt bleibt sie vielleicht für immer fort. Ja, das war natürlich nach dem Gespräch jetzt zu offensichtlich. Also wirklich. Gib nicht dir die Schuld. Sie ist erwachsen. Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Gib nicht dir die Schuld. Wir haben keine Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Orontas braucht unsere Hilfe. Ich gehe nach Pelene und mache mich nützlich. Chere, Cassandra. Ja, du auch. Ich sollte nach Pelene. Nach Pelene. Erstmal nach Pelene und nicht nach Darius und so weiter. Jo.
Yay! Mal wieder ein Level Up hier. Ein Fähigkeitspunkt. Also erstmal gucken, was ich da noch mache. Boah, so viele Ausrufezeichen schon wieder. So, gucken wir mal. Im Attentäterbaum. So, ich habe ja schon Attentatschaden auf Max. Das hier, das bringt nicht mehr so viel. Jetzt 8% Crit ist nicht schlecht, aber das nächste gibt halt wieder nur auf 8,4. So für 0,4 Sachen dann immer so einen Skillpunkt auszugeben, ist immer ein bisschen blöd. Giftschaden habe ich ja natürlich auch. Was ich noch immer ganz cool finde, ich könnte Schaden gegen Elite-Gegner und Anführer höher machen, damit die vielleicht auch mal mit einem Schlag dann weggemeuchelt werden, wenn ich die mal angreife. Oder halt Chance auf 25% Attentatschaden bei Nahkampftreffern, aber das geht halt insgesamt nur auf 5%. Ist halt sehr wenig. Dann lieber Schaden gegen Elite-Gegner und Anführer, das wird dann permanent gesteigert. 2% ist nicht so schlecht für einen Punkt. Beim nächsten Mal geht das sogar schon auf 3,6 hoch. Ja. Versuche ich es mal damit. Crit-Treffer bei voller Gesundheit bin ich ja nicht zufrieden mit. Okay. Wir haben also hier den weiteren Hinweis bekommen, dass das jetzt hier die Tochter ist von Kletter. Söldnigen. Sergas der Lux. Ne, der hier. Die Schimmernde. Die war's. Nee. Noch mehr? Oh Gott, diese Söldner hat immer. Ganz hier am Anfang wieder einer. Ach, das war die hämisch Lachende. Ja. Die ist schon hinüber. Gut. Gucken wir zur nächsten Quest. Ich glaube, nach Pelena hinzugehen, wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Da unten? Shiftstock. Sprich mit dem Vorsteher der Schiffswerft. Ach, der da unten die Dings hat. Die Blockade. Dann hier noch den Schatz. Und hier warten ja noch Darius und Nataka auf mich. Pelena haben wir dann da. Und hier ist aber auch die Festung. Ich glaube, ich gehe zuerst nach Pelena, helfe erstmal denen. Und bevor ich hier... Wobei, das hier sind Nebenquest. Steht hier auch Nebenquest dran. Ja, steht überall dran. Naja, an sich muss ich das eh alle machen. Gehen wir dahin. 600 Meter. Guck mal, das ist gleich da unten. Hier kann ich auch runterspringen und dann reiten. Spare ich mir die Schnellreise. Wo ist das Pferd? Da. Ist aber eine interessante Geschichte trotzdem jetzt. Also auch, wenn man jetzt schon so früh erfährt, dass das die Tochter ist von Kletter. Aber warum nicht? Da ist die Festung, wo ich den Hinweis bekomme. Aber erstmal den Hinweis finden, dass ich da auch das Ordensmitglied ausschalten kann. Wird bestimmt ein dramatisches Ende nehmen, ne? Wenn da vielleicht Mutter und Tochter nochmal zusammen auftreffen. Aber was hat die dazu gebracht, ihre Mutter so zu verlassen und dann so böse zu werden? Also ihre Mutter macht ja jetzt keinen schlechten Eindruck, ne? Also jedenfalls uns gegenüber. Weiß man ja nicht, wie das familienmäßig ist. So, hier ist der Hafenmeister. Das soll so ein Arsch sein. Habe ich gehört. Der macht hier die Seeblockade. Mal gucken, was er uns erzählt. Der wird wahrscheinlich nur vom Kult bezahlt. Oder beeinflusst. Hauptsache Weinsaufen. Der Wein! Hier ist der Mann, den wir suchen, Söldling. Jere, Jere, mein Freund. Dich kenne ich doch. Ich habe dir deine Schiffe abgenommen, oder? Im Hafen. Wir sind hier, um die Schiffe zurückzuholen. Warum, hätte ich fast gefragt. Aber dann fiel mir wieder ein, das kratzt mich nicht. Weil du ein Söldling bist. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Trinken wir, aber ohne den Söldling. Und du,
Stich in See! Oh, stimmt ja. Das kannst du nicht. Was ein Idiot. Darf ich denen vielleicht eine Kopfnuss geben vor dem Gespräch? Vielleicht hört er dann besser zu. Ha, wir werden uns sicher einig. Ich könnte mir die Schiffe einfach nehmen, wenn ich wollte, könnte ich das. Vielleicht ist es leichter, dich und deine Mannschaft abzumurksen und uns die Schiffe einfach zu nehmen. Siehst du, deinesgleichen dürstet ständig nach Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung, Söldner. Deshalb hasse ich Söldner. Sie glauben, alles ließe sich mit Gewalt lösen. Ich bin immer noch hier. Schön, beruhige dich. Wenn wir uns einigen wollen, müssen wir es tun wie zivilisierte Menschen. Also, was schlägst du vor? Dir zu helfen würde mich mehr als meinen linken Arm kosten. Wenn ich es wagen soll, den Zorn des Orkans zu wecken, müsste schon ordentlich was für mich rausspringen. Angeblich gibt es in der Schiffswrackbucht nicht weit von hier Schätze zu finden. Und Drachmen brauche ich immer, wenn du verstehst. Mit Drachmen kann man Wein kaufen. Hier sind deine Drachmen. 50.000! 50.000! Kann ich das auch noch irgendwie anders lösen? Oder muss ich den bezahlen? Ich werde mich in der Schiffswrackbucht nach diesen Schätzen umsehen. Denk dran, Söldling! Ich nehme keinen Müll! Meine Holz! Ah, vielleicht krieg ich noch besser hin. Komm schon, Ikarus! Sei mal nicht immer so ungenau. Na? Danach habe ich gesucht. Habe ich? So, was war jetzt auf der Seite? Noch mehr, da im Wasser. Da? Nein? Hier? Da? Nö. Frau Vogel! Da ist es. Okay. Ich guck mal. Finde und beschaffe wertvolle Beute. Zahl dir noch nicht mit 50.000, ey. Das ist ein Boot. Herakles Spielfigur. Mhm. Und das reicht dann auch vom Geld her, das alles zu finden? Hier sind ja auch kleine Inseln, aber das ist nicht da, wo ich... Weil was sind jetzt schon wieder... Ich hab doch eben alles gehabt. Nee, das zeigt damit noch mehr. Gefunden. Okay, es sind aber viele Sachen hier. Vielleicht muss ich das nicht auch noch verkaufen. Und hoffentlich gibt der Schiffsmeister das nicht alles wieder auf, um sich noch mehr Wein zu kaufen. Ja. Noch mehr. Boah, jetzt kann ich das nicht aufheben, weil der Vogel wieder nervt. Da ist es. Ja, ja. Gefunden. Ich bin da. Wow, das sind gleich zwei auf einmal. Vollgestopft bis zum geht nicht mehr hier. Darf ich mich bewegen? Ja. Ein Brunnengesicht. Nee, du siehst so aus wie ein Brunnen. Guck mal dein Gesicht an. Ich muss aber sagen, mir gefällt hier Episode 2 bisher fast noch besser als 1. Klar, in Episode 1 hatten wir die coolen Sequenzen mit der versteckten Klinge von Darius, als wir ihn das erste Mal gesehen haben und ja, Xerxes getötet und so. Aber hier, bisher, ist viel mehr Geschichte drin, viel mehr Quest. Das andere ging ja los mit, ja, jagt da mal so ein paar Wölfe hier und da. Und mehrfach mit Schätzen und sowas. Hier treffen wir viel mehr Leute bisher, die uns alle irgendwie eine coole Geschichte erzählen. Das ist nice. Na, kann man da hintauchen noch? Ja, ein bisschen weiter draußen hier. Da ist noch ein Hai. Komm, schwimm mal schneller. Okay. Teuer aussehender Topf. Sieht nur teuer aus, ist nicht teuer.
Made in China, steht auch drauf unten. Ich glaube, mir ist ein Hai auf den Fersen. Ja, da ist er. Kurz Luft holen. Schätze können sowohl an Land als auch im Wasser gefunden werden, ne? Ich sehe schon. Okay, Tauben, Türklopfer. Na toll. Wozu Türklopfer, wenn man eine Klingel hat, ey? Hallo? Kann ich hier nicht bei dem Pfosten vorbeischwimmen oder was? Boah, da ist noch so viel Platz, ey. Hier geht's. Das sollte reichen. Okay, noch ein Taubentürklopfer links. Links und rechts. Das sollte reichen, aber da hinten ist noch ein Schatz. Das sollte ich den auch nochmal holen. Kehre zum Vorsteher des Schiffswerf zurück. Na? Ne, das ist schon die Rückgabe. Weil da hinten in der Höhle war ja eigentlich auch noch ein Schatz, wo, der mir vorher noch angezeigt wurde. Aber man muss nicht alle haben. Nur so viel, dass es reicht. Ein ältesten Hinweis ist in der Nähe. Und wo? Stimmt, da stand ja auch was dabei, dass der hier in der Schiffswachtbucht ist, ne? Bei dem einen Kultisten. Oder Ordensmitglied. Bei irgendeinem stand das. Der ist in der Festung. Bei dem hier, da. Ein Ältester verbringt Zeit an der Schiffswrachtbucht im Osten. Das ist also hier, wo ich gerade bin. Ein Hinweis für den noch. Vielleicht wieder irgendein Toter oder so. Das Komische war, dass hier auch ein Hinweis war für den... für ein Kultmitglied vom Kosmos damals. Da ist eine Leiche auf dem Deck. Das ist es wahrscheinlich. Halt dich doch fest. Ich muss da rauf. Komm ich hier rüber? Jawohl. Jawohl, das könnte der Hinweis sein. Ja, der Brief war da unter. So, da ist das Ding. Hab ich das auch noch gefunden. Perfekt. Vielleicht rennt er ja hier irgendwo rum. Kann ich ihn so schon enthüllen? Enthüllung! Jawohl, ich habe ihn. Nur lila? Ist ja kacke. Wie ist das Leben, wenn man weder das Beste haben kann, noch der Beste ist? Woher soll ich das wissen? Es ist Sophos der Makler. Toll, jetzt haben wir auch noch Makler hier. Was kommt als nächstes? Ein Anwalt? Aber guck mal, der ist hier. Da muss ich ja sowieso dann später hin hier zu Darius und Natakas. Da ist der Makler. Alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt brauche ich nur noch den anderen Hinweis, der mich da oben zur Burg führt. Wo sich der andere befindet. Oder ich gehe einfach so hin zur Festung. Den werde ich dann so beim sehen. Wenn er vor mir steht, hoffe ich, dass das System dann schnallt, dass ich da bin. Wenn ich dann auch noch da den Hinweis für den Orkan hole. Mal gucken, ob jetzt die Schätze ausreichen für diese 50.000 Drachmen, die er da haben wollte. Ey. Ansonsten wird es wirklich mal Zeit für eine Kopfnuss. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob er schon nüchtern ist wegen dem ganzen Wein, den er sich in sich reinschiebt. Söldling, du bist zurück? Hast du die Schätze, die ich will? Ich habe, was du wolltest. Ich habe in der Schiffswrackbucht etwas gefunden. Famos! Gleich her damit! Das sollte reichen.
Abgemacht ist abgemacht. Ich stehe zu meinem Wort. Nur ein Malakas ohne Ehre bricht einen Eid. Ihr kriegt eure Schiffe zurück. Aber viel Glück dabei, am Orkan vorbeizukommen. Seht euch nur die ganzen Wracks da draußen an. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Er muss wieder Wein saufen gehen, ne? Dank dir, Söldling, haben wir, was wir brauchen. Jetzt müssen wir... Orontas, Cassandra! Was sind das denn für Gestalten? Es muss kein Blut vergossen werden. Ich muss euch nur bitten, unauffällig zu sein. Die Befreiung der Gestrandeten hat den Orkan verärgert. Es muss nur jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Dann wird keinem etwas geschehen. Dann nimm mich. Sie haben nichts damit zu tun. Ich bin es, nach dem du suchst. Okay. Wir haben genug getan. Es gibt keinen Grund für eine weitere Eskalation. Versprich mir, dass du unseren Plan in die Tat umsetzen wirst. Für seine Leute geht er freiwillig in die Gefangenschaft. Ist sie für all das verantwortlich? So viel Zerstörung, so viel Unglück. Ein schmerzhafter Anblick, als wäre sie gar nicht mehr die, die ich kenne. Ich bin sicher, wenn wir den Orkan dann schlagen, dass wir ihn, Orantas, so aus dem Gefängnis wieder herausbekommen. Ich glaube, da ist alle Hoffnung verloren, wenn ich jetzt sage, der Orkan ist immer noch deine Tochter. Sie hat aber sehr viel Leid verursacht. Es gibt keine Rettung mehr für den Orkan. Sieh dir an, was sie Achaea und dir angetan hat. Eltern glauben stets an ihre Kinder, wie töricht es auch sein mag. Ich hätte sie aufhalten sollen, damals, als sie den Orden beitrat. Ja, das hätte ich. Wenn die Zeit kommt, dich dem Orkan zu stellen, meiner Fehler. Was wirst du dann tun, Cassandra? Naja, zuerst ein bisschen rumhacken und dann schlitzen und am Ende den Todesstoß. Ich muss sie erledigen, ich bringe sie zurück. Naja, ich kann sie zurückbringen und dann erledigen. Ich tue mein Bestes, sie zurückzuholen. Ich war so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe ihr das nie gesagt. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr gerne gesagt hätte. Ich sollte den anderen helfen. Wir treffen uns in Patri, sobald wir bereit sind. Danke, Cassandra, für alles. In Patri! Ja, da warten ja auch die anderen auf mich. Gemütlicher gefärbter Gürtel, dankeschön. Sicheres Geleit abgeschlossen. Jetzt führen aber alle Wege nach Patri, also da hinten hin. Hier will ich noch den Schatz aufheben. Und hier warten alle auf mich. Und dann auch noch der... Und jetzt geht da auch noch dahin. Das heißt, ich sollte in der nächsten Folge einfach mal hier bei der Burg vorbeigehen. Das müsste die sein. Ich guck mal kurz. Alle Symbole, Gameplay-Symbole, da. Das ist, die Olyros-Festung. Olyros. Da haben wir dann noch einen Kultist und einen Hinweis für den Orkan. Die nehme ich dann vorher mit, bevor ich dann mich auch nach Patri aufmache, wo dann alle sind. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und bedanke mich dann wieder recht herzlich, dass ihr da wart hier heute in der heutigen Episode. Also, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann geht's weiter mit der Jagd nach dem Orkan. Also, vielen Dank und bis morgen. Ciao.